will ein Make-up-Tutorial machen. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Und ich glaube, das sagt man gar nicht mehr so, oder? ja, ich habe da eine Probe habe ich zumindest mal von Yves Saint Laurent. Die will ich unbedingt verbrauchen. Und ich habe eine Lidschattenpalette von Make-up Factory, weil ich habe die Jeffree Star Palette leider schon in der neuen Wohnung. Deswegen heißt das, dass ihr da noch ein bisschen warten müsst, weil da wollte ich ja auch ein Video damit drehen. Aber ich habe die Palette jetzt noch in meiner Wohnung gefunden, in meiner alten. Und da dachte ich, mach mal mit der eins ein Video. Weil ich habe schon ewig keine Make-up Factory Lidschatten mehr ausprobiert. Ich habe früher so gern diese Make-up Factory getestet. Das ist ein Käfer auf meinem Fenster, ist ja eklig. Ich habe früher so gern die Make-up Factory Lidschatten benutzt. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Ich gebe mir jetzt mal zuerst einen Primer rauf. Ich benutze zurzeit den da. Ja, also ich brauche ehrlich gesagt keine Primer mehr kaufen. Wer mein Sammlungsvideo gesehen hat, der... Also beziehungsweise es kommt ein Sammlungsvideo. Ich weiß ja noch nicht, wie lange ich brauche, das jetzt habe ich es mir in die Haare geschmiert, hochzuladen. Aber es wird ein Sammlungsvideo kommen, wo ich meine Schminke so ein bisschen aussortiere. Ich habe das nämlich bei einer anderen YouTuberin gesehen und habe mir gedacht, das ist keine so blöde Idee, euch da ein bisschen mitzunehmen. Ihr wolltet ja auch immer, dass ich euch beim Aussortieren ein bisschen mehr mitnehme. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ich sortiere spontan aus. Also habe ich euch da mitgenommen. So, mich wundert, dass die noch feucht genug sind, weil die stehen da schon lang rum. Ich habe mich schon ewig nicht mehr geschminkt, habe ich das Gefühl. Was heißt das Gefühl? Es ist ja auch wirklich so. Ich habe mich ja wirklich schon ewig nicht mehr geschminkt. Ich will auch heute meinen Schminktisch unbedingt aufräumen, weil ich möchte die Sachen, die ich noch mitnehme, raussortieren und die ich nicht mitnehme. Schauen wir mal, wie es funktioniert. So. Also, fangen wir mal mit der Lidschattenbase an. Wie gesagt, ich habe saubere Pinsel. Bin sehr stolz auf mich. Ich werde aber vielleicht den Spiegel da drin verwenden, damit ihr mich ein bisschen besser sehen könnt. So, ich habe schon lange nicht mehr so ein Video gemacht. Ich wurde nämlich von einer Abonnentin gefragt, ob ich so ein Video machen könnte. Weil sie bräuchte so eine kleine Inspiration fürs Büro. Und ich habe mir gedacht, so... Nutze ich das gleich aus, weil mir geht es ja Gott sei Dank viel besser jetzt nach der Operation. Gott sei Dank. falls ihr das nicht wisst, ich wurde ja operiert, aber mir haben ganz, ganz viele auch auf Instagram geschrieben. Ich hatte ja Analfisteln, klingt eklig, ich weiß. Ist auch eklig, aber jetzt da ist endlich... Nach so langer Zeit geht es mir endlich wieder besser. Ich weiß, viele haben mir geschrieben, wann endlich wieder Videos kommen, aber ich konnte nicht. Ich konnte wirklich nicht. Das war ein Ding der Unmöglichkeit, leider. So. Ich sollte noch schnell meine Augenbrauen machen. Jetzt habe ich kein Bürstchen da. Das hasse ich, wenn da auf dem Pinsel keine Bürstchen mehr dran sind, ist das so mühsam. Sehr wurscht. So, also nur so kurze Storytime technisch. Ja. Also mir geht es Gott sei Dank schon viel besser. Jetzt hoffen wir mal, dass ich mich nicht, dass ich nicht verlernt habe, wie man sich schminkt. Ich habe schon ewig nicht mehr meine Augenbrauen gemacht. Und ich glaube, ich sollte zum Augenarzt. Ich sehe voll schlecht. Also wir sind ja gerade mitten am Umziehen. Oh Gott, das wird nie und nimmer was. Ja, es war natürlich jetzt die ganze Zeit nicht leicht, weil ich konnte ja nicht wirklich viel machen. Ich habe jetzt so ein bisschen versucht, so das Mögliche zusammenzupacken. Habe aber gerade mal nur die Schminke jetzt mal geschafft, weil mir fehlen ja jetzt ein paar Wochen, wo ich jetzt außer Gefecht war. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird noch ein bisschen länger brauchen, leider. Was mir gar nicht gefällt, wenn wir mal ehrlich sind, aber was soll man machen? Ich weiß, viele wundern sich, warum ich noch nicht in der neuen Wohnung drehe, aber es geht noch nicht. Es sind zu wenig Möbel drin, das würde alles zu sehr hallen. Und ja, ich hoffe, dass ich mein erstes
also das nächste Aufgebraucht-Video, was dann mein erstes Video in der neuen Wohnung sein wird, dann schon drehen kann. Also das Oktober aufgebraucht. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Kann ich wirklich nicht, weil ich ja nicht weiß, wie schnell wir dann die restlichen Möbeln kriegen. Weil so viele habe ich auch noch gar nicht drinnen stehen, weil ich ja nicht ganz wohin konnte, logischerweise. So, es gefällt mir überhaupt nicht, aber ich habe meine Augenbrauen mal fertig. Ich habe so einen neuen Creme-Lidschatten jetzt aus meiner Lade rausfischen müssen. Die Sachen sollte ich auch endlich mal mit rüberbringen. Es gibt noch so viel zu tun, durch das, dass ich so lange im Krankenstand war. Tut sich da leider gar nichts. Das macht mich hier ganz kirre. Ich habe jetzt da, weil ich gehe jetzt wieder ja arbeiten. Und ich habe da den nur Stress und ich mache mir auch Sorgen, dass ich das körperlich schaffe. Aber ja, ich habe ja eh wieder Urlaub dann. Also ist das nicht so schlimm. So gehe ich nicht lang und habe dann wieder Urlaub. Was ja auch nicht schlecht ist. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Nur damit ihr da kurz im Blick seid. So, den haben wir jetzt da rein. Jetzt ist mir voll der Applikator abgerissen. Das werdet ihr dann in einem aussortiert Video sehen, weil ich will das so schnell wie möglich machen, weil ich bin auf einer Geburtstagsfeier und da sind ein paar Mädels und vielleicht bringe ich da die Sachen, die ich aussortiere, doch mit und ein paar werde ich aber noch rausnehmen. Die werde ich dann für Weihnachten aufheben zum Verschenken. Ich habe auch da jetzt gerade die Lade aufgemacht und gesehen, ich habe so viele Mascaras, da werde ich ein paar verschenken. Aber was mache ich damit? Ich kann es ja nicht ewig aufheben. Und die ich nicht testen will, die verschenke ich jetzt einfach zu Weihnachten. So brauche ich auch nicht mehr wirklich was kaufen. Hat sich das auch erledigt. So. Ich will nämlich so ein ganzes Sackerl voll machen mit Sachen, die ich jetzt nicht so gerne benutze. Ich habe noch einmal den Lavier Bell, den will ich unbedingt weggeben. Weil ich mag den nicht mehr so wie früher. Ja, und das hebe ich halt alles auf für Weihnachten. Ganz einfach. Alle, die ich jetzt nicht so gern verwende, werde ich jetzt mal dann auf die Seite räumen und für Weihnachten aufheben. So, damit sich das irgendwie auszahlt da, wenn man schon so eine große Sammlung hat. Jetzt werden wir mal die Lidschattenpalette ausprobieren. Schauen wir mal, was wir für Farben nehmen. Ja, da gibt es ja eigentlich auch sehr viel Blau, würde ich jetzt mal sagen, aber ich will eher Grün verwenden. Das heißt, wir werden mal die da nehmen für, die Krümel. Also übers komplette Lid verteilen, sage ich jetzt mal. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen drauf rumgedrückt auf den Lidschatten, damit der nicht so krümelt, weil das ist jetzt nicht so geeignet, sag ich jetzt mal, weil der ja doch glitzert. So. Dann bleiben wir gleich bei dem Pinsel. Und ich glaube, ich mache das doch so grün-blau. Ich werde, ist das die? Ja, die da verwenden. Da, die hier. Das Einzige, was mich hat stört, sie krümeln ein bisschen, aber sie sind relativ schön. Okay, das sieht man gar nicht. So. Ich habe auch, glaube ich, noch diese Oscar-Palette da. Die habe ich nämlich vergessen, noch mitzunehmen in die neue Wohnung. Da weiß ich nicht, ob sich noch ein Video lohnt, weil die gibt es ja, glaube ich, eh nicht mehr. Aber da sieht man mal, wie viel Zeug man eigentlich hat, wenn man mal das alles in die neue Wohnung rübertragt. War echt schockiert. So, also ich habe das so bis hier hingezogen und jetzt, dann nehme ich mal aber einen neuen Pinsel, weil ich habe eh so viele gewaschene. Neuer Pinsel und da gehe ich damit in die Farbe, weil ich wissen will, wie die so wirkt. Das ist eher so ein, ich meine, das wird ein bisschen ein Mischmasch. Keine Ahnung, ob ich damit zufrieden sein werde, aber wir werden es ja sehen. So, halbwegs mit mir. Aber ich finde die Farbauswahl bei den Paletten so schön. Ich meine, die gibt es jetzt leider nicht mehr, die ich da gerade verwende. Aber es gibt eine andere. Die finde ich wunderschön und die hätte ich auch so gern. Aber ich will halt mir keine Lidschattenpaletten mehr kaufen, weil ich so viel Zeug habe. Und die war ein Tester. Nur so nebenbei. Aber dann kann ich sie wenigstens testen und euch zeigen und mal ein Fazit dazu geben. So, das heißt, wir gehen.
Ich würde jetzt beinahe sagen, ups, sorry, ich habe die Kamera gekickt. Wenn ich mir das so anschaue, gehen wir lieber in die Farbe, oder? Die machen gar nichts. Okay. Gehen wir mal in den anderen Braunton rein. Ich habe da immer so Probleme, euch das zu zeigen. In den da oben. Schauen wir das mal irgendwie hinkriegen. Ja. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Ich hätte vielleicht keine Palette für einen Alltagslook nehmen sollen, die ich nicht kenne, oder? Wäre vielleicht gescheitert gewesen. Okay, macht nichts. Fehl vom Feinsten. Wir nehmen einfach eine dunklere Farbe. Gott, ich muss das wieder hinkriegen, wenn ich dran denke, dass ich dann wie ein Clown rum jetzt laufen muss, finde ich das nicht so toll. So, warten wir mal. Ich werde jetzt mal den da mit dem Finger auftragen. Ja, die sind so cremig. Seht ihr das? Die sind schon sehr cremig und ich glaube, das ist das Problem, warum die sich nicht mit dem Pinsel auftragen lassen. Na bitte, so ist das gleich. Naja, schaut auch beschissen aus. Aber red mal nicht drüber. Die ist schon wirken sehr cremig, sage ich jetzt einmal. Alles wurscht. Ich trage das jetzt mal auf. Dann versuche ich nochmal in dieses Schwarz zu gehen. Von der Jasmin-Palette oder von der anderen? Nehmen wir die Jasmin, die habe ich ja schon so lange nicht mehr verwendet. Make-up. Ich habe jetzt mir einen Eyeliner schon mal gezogen. Ich bin jetzt nicht so begeistert darüber, wenn ich ehrlich sein soll. Ich wollte so ein paar bunte Farben verwenden, aber der erste Eindruck ist so semi-gut, weil die Farben sind allgemein so ein bisschen zu hell, finde ich, dass sie in Kombination verwendet werden können. Oder es sind zu viele Glitzertöne drin und zu wenig matte. Ich hätte da vielleicht nur 2 Glitzertöne gemacht. Aber ja, egal. So, schauen wir mal. Sollte man sicher jetzt so dunkel sein. War ja klar. Also, Entschuldigung, aber wie soll mir das passen? Ach Gott. Das ist ja überhaupt nicht witzig. So, deswegen halte ich nicht so viel von Make-up-Proben. Ich hasse Make-up-Proben. So, jetzt brauche ich ein zu helles Make-up. Moment, da hatten wir ja eines, und zwar das NYX. Von meinem letzten Video, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. So, Dali. Gott. Das wird nix. Das wird fix nix. Man merkt, ich habe mich schon so lange nicht mehr geschminkt. Das ist einfach dramatisch. Jetzt kommt wenigstens noch ein bisschen wieder die Sonne raus. So. Aber gut, dass ich das noch behalten habe. Ich wollte es eigentlich weggeben. Weil ich kann es mit so dunklen Make-up-Proben mischen. Ich habe nämlich noch ganz, ganz viele Make-up-Proben, die ich noch verbrauchen will. Man wird interessant werden, wann ich die verbrauche. Aber wir werden sehen. Ich hasse halt Make-up-Proben. Ich kann Make-up-Proben nicht so leiden, aber man muss ja nicht alles mögen, oder? Jetzt mache ich noch den Rest fertig, also gebe mir noch ein bisschen Rouge drauf. Ich möchte nämlich nichts Besonderes verwenden, nur so einen Creme-Blush und so, damit ich das mal aufbrauche. Ja, und dann sehen wir sich gleich wieder. So, also ich habe mich mal fertig geschminkt. Ich habe dieses Catrice Blush oben, das ganz alte, weil ich da noch so viele habe ich gesehen. Und ich habe dann das gefunden in meiner Sammlung und habe mir gedacht, okay, ich versuche das leer zu machen. Da ist nämlich ein riesen Liter Pen drin. So wie in dem ganz alten Limited Edition Blush. Das ist echt arg, was man da alles in seinen Sammlungen findet. Das will ich auch jetzt leer machen. Passt doch, finde ich, ein bisschen besser für den Herbst. Das ist eher so orange. Da will ich nämlich eher auch so ein bisschen meine Sammlung umändern, beziehungsweise das, was ich gerade aktuell verwende, ein bisschen umändern, damit ich ein bisschen umswitchen kann. Für die Lippen habe ich einen Lip Liner von Bieber verwendet. Der sieht so aus. Die Marke heißt Look, das ist die Eigenmarke von Bieber. Weil ich finde, dass der so gut zu einem MAC Whirl passt. Den habe ich gerade drauf. Den habe ich überall gesucht und habe den vor kurzem in einer Handtasche gefunden. Furchtbar mit mir. So.
Lidschatten. Ich gehe mal kurz näher ran. Ich finde es jetzt gar nicht mehr so Scheiben. es ist okay, aber ich glaube, ich hätte da noch ein bisschen mehr mit diesen Glitzertönen, mit dem Blauen, mit dem Grün noch ein bisschen mehr spielen sollen und dann mit dem Silber das so ein bisschen verwischen. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen spielen, weil jetzt schaut es halt nicht so besonders aus. Weil ich kriege die Farben, diese Glitzerfarben, kriege ich mit den Lidschattenpinseln nicht auf meinem Auge drauf. Das muss man mit dem Finger auftragen. Deswegen finde ich es persönlich schade, dass da 1, 2, 3, 4 Glitzertöne drinnen sind, die was man gar nicht aufs Lid drauf kriegt, gescheit, außer mit dem Finger. Ja, und mir fehlt da halt eine ganz dunkle Farbe für die Lidfalte. Also wie ich jetzt diesen Disney Essence Lidschatten genommen habe, weil da ist mir alles zu hell, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich brauche immer so ein ganz dunkles Braun oder ganz intensives Schwarz, damit ich halt in die Lidfalte was geben kann. Oder sie hätten den einfach nur dunkler machen können oder den da oben. Aber die Zusammenstellung finde ich schon schön. Mir sind aber leider so ein paar Glitzertöne zu viel. Leider. Vielleicht probiere ich es nächstes Mal wieder mit so mehr Blau. Das heißt, die sollte ich jetzt mal öfter verwenden, damit ich die besser, weiß ich nicht, testen kann. Weil früher mochte ich die Make-Up Factory Lidschatten so und die hat mir nicht so gut gefallen. Vielleicht sollte ich eher die Farben verwenden und dann die Farben. Aber das probiere ich demnächst mal wieder aus. Vielleicht seht ihr das in irgendeinem anderen Video oder so. Aber ich finde es so, finde ich es gar nicht schlecht. Es ist halt ein bisschen langweilig. Das ist das, was mich halt ein bisschen nervt. Aber ja, sie ist ganz okay, aber ich glaube, ich muss mich damit noch ein bisschen mehr spielen. Weil ich bin jetzt nicht diejenige, die so gerne so Glitzertöne mit dem Finger aufträgt, weil ich das irgendwie nicht mag. Ich bin eher so die nur Pinsel verwendet und weniger Fingertechnik. Aber sie ist okay. Sie ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr die unbedingt braucht, weil die ja mega gut ist. Finde ich jetzt nicht, aber sie ist okay. Ich werde sie öfter ausprobieren. Dann werden wir mal gucken, wie das wirkt. Aber so habt ihr mal so einen kleinen Vorgeschmack. Mich stört halt wirklich, dass da keine dunkle Farbe dabei ist. Es ist eine schöne Blenderfarbe dabei, dieses Gelb. Was da unten ist, also Gelb-Weiß, das ist eher so ein Beige fast. Aber die restlichen, ich habe auch das Gefühl, dass mir so ein bisschen Glitzer ins Auge geflogen ist von diesen Glitzerlidschatten, mich den vor meinem Pinsel auftragen habe. Ja, aber das werde ich noch einmal probieren. Ich werde die Glitzertöne nächstes Mal mit dem Finger auftragen. Ich werde mich so ein bisschen spielen mit der. Das Problem ist nur, dass ich jetzt für die Arbeit habe ich aktuell ja noch die da, die ich ja leer machen will. Ich meine, jetzt habe ich sie ja schon ewig nicht mehr verwendet, aber es braucht ja nicht mehr lange und dann hätte ich die leer. Wenn ihr das sehen könnt, genau. Zwei habe ich ja schon leer, einer ist fast am Leerwerden da auf der Seite. Jo, also ich schminke eher sowas für die Arbeit, weil da ist so ein ganz dunkler Ton drinnen, seht ihr das? Also die, finde ich, war perfekt, die Palette, weil die konnte ich komplett benutzen. Den werde ich jetzt dann auch zum Verblenden nehmen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, welche ich dann als nächste Mal dann vielleicht die da öfter benutze, weil mir gefällt sie schon von der Zusammenstellung. Ich finde es halt nur schade, dass diese Glitzertöne so ähnlich wie bei Essence sind. Das stört mich ein bisschen. Also Essence und Catrice. Weil da habt ihr auch in den Disney-Paletten habt ihr jedes Mal solche Glitzertöne. Und die hasse ich ja wie die Best. Wer mein Maleficent-Video gesehen hat mit der Lidschattenpalette, da habe ich ja geflucht, wie weiß ich nicht was, weil mir dann nicht diese Glitzerdinger aufs Auge so kommen sind, wie ich es haben wollte. Und ich glaube, dass man die eben auch mit dem Finger auftragen muss. Und ich hasse sowas. Ich mag das nicht. Ich mag das wirklich nicht. Ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt kein absoluter Favorit, den ich euch jetzt unbedingt ans Herz legen würde, weil ihr den unbedingt braucht. Ich finde, man muss sich, glaube ich, mit der ein bisschen spielen. Gerade wegen den Glitzertönen. Aber so finde ich die Zusammenstellung sehr schön. Ich meine, das Blau ist jetzt nicht so mein Fall. Das wisst ihr ja eh. Aber ich werde da mal vielleicht einen Look machen, nur mit dem Blauen und mit dem Grauen. Mal schauen. Aber vielleicht ist die auch eher gar nicht gedacht, dass man sie kombinieren kann, sondern eher, dass man die mit anderen Lidschatten kombinieren kann. Aber das kann ich nicht beantworten, leider. Da bin ich echt enttäuscht von der, muss ich sagen. Da bin ich wirklich enttäuscht von. Ich hatte so hohe Hoffnungen darin, dass die wirklich schön pigmentiert ist, aber
Nein, mir fehlt halt wirklich so eine Farbe für die Lidfalte. So, ich habe mich jetzt zum zweiten Mal schon wiederholt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Ja, ich finde den Look ganz okay. Er hätte ein bisschen besser sein können, aber ich habe auch schon lange jetzt nicht mehr geschminkt, also sei jetzt nett zu mir. Aber ja, für den Herbst finde ich passt. Ich hätte halt nur lieber mehr die grüne Farbe benutzen sollen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ja, jetzt weiß ich ja, wie man die Lidschatten verwendet. Ich habe echt gedacht, dass man die Glitzertöne mit dem Pinsel auftragen kann. Aber ich lerne draus. Ich lerne draus. Weil solche Töne mag ich überhaupt nicht, das habe ich ja schon gesagt. Also ich wiederhole mich wirklich. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye!